Yo, meine Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir selbstverständlich wieder Apex Legends und ich war mit Gibraltar für euch unterwegs und Freunde, ungelogen, es ist das härteste Video, was ich je gemacht habe, weil ich ungefähr 40 Anläufe gebraucht habe, bis ich endlich das perfekte Gibraltar-Gameplay hinbekommen habe. Ich wollte aber unbedingt ein Gibraltar-Video machen und ich habe weitergespielt und ich habe weitergespielt und es waren so viele gute Gameplays dabei, aber es war einfach kein Win dabei. Es hat mich in den Wahnsinn getrieben, Freunde. Ich weiß nicht, woran es lag, aber hier ist es endlich, das perfekte Gibraltar-Video und ich hoffe, es gefällt dir, deswegen schreib mir unbedingt in die Kommentare, ob dir Gibraltar gefällt und am Ende, wie dir dieses Video gefallen hat, dann weiß ich, dass die Arbeit sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und bevor wir loslegen, wenn du neu bist auf diesem Kanal, lass mir doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn euer Content von mir kommt. Zusätzlich an alle bestehenden Member, neu, ab sofort ist die Kanalmitgliedschaft auf meinem Kanal verfügbar, das heißt, du kannst für einen ganz kleinen Betrag mit auf meinem Kanal werden, um mich damit zu unterstützen, wenn dir meine Videos und Livestreams gefallen. Im Gegenzug bekommst du ein super cooles T-Bro-Emote neben deinem Namen, besser gesagt eine Badge. Die wird immer angezeigt, wenn du einen Kommentar unterm Video schreibst oder wenn du im Livestream im Chat aktiv bist. Zusätzlich kannst du im Livestream besondere T-Bro-Emotes nutzen und du kannst im Members-Only-Chat teilnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Bock hast, mich zu unterstützen mit einer Mitgliedschaft. So, Freunde, ich würde sagen, genug rumgelabert und ab geht's ins Game rein. Yo, hier bin ich am Bunker, meine Freunde. Meine Teammates sind am Cage abgesprungen. Da waren aber keine Gegner, glaube ich. Deswegen habe ich mich direkt zum Cage gemacht, weil ich habe Bock auf eine goldene Brawler-Runde. Freunde, ihr wisst, wenn ich die Brawler auspacke, dann wird rasiert, wie immer. Und ja, über den Loot hier unten kann ich... Ach, hat er die nicht aufgehoben gerade? Über den Loot hier unten kann man nicht meckern. 301 Brawler, sehr nice Kombo. Fast meine Lieblingskombo. 99 spiele ich auch gerne, aber goldene Brawler geht nichts drüber, Freunde. Und ja, jetzt nochmal schön den Charge Tower durchkloppen, damit die Ulti ready ist. Und guck mal, sogar noch das einfach zweifache Optik. Und dann würde ich sagen, ab geht's in den Fight rein. Wenn wir denn jetzt Gegner finden, was haben meine Mates denn jetzt gemacht? Die sind am Cage gelandet und waren da Gegner? Ich check's gerade nicht. Haben sich jetzt total zerstreut. In meinen Games ist aber auch schon seit einer Woche ist der Wurm drin, Freunde. Das ist jetzt Nummer 40, glaube ich, Gibraltar-Runde. Ich habe so viele Gibraltar-Games gespielt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Oh, guck mal, ich habe ein Seil gehört. Sind die... Wo sind die? Die können nur im Bunker sein, oder? Das heißt, es waren doch welche am Cage und die sind jetzt zum Bunker. Aber Freunde, ihr kommt zu spät. Ich habe die goldene Brawler schon ausgepackt und sie ist geladen für euch. Kommt, kommt. Oh ja. Zwei Mann hier unten, das riskiere ich. Die checkt. Die haben auch viel zu spät gecheckt, dass ich drin bin. Und tschüss, Nummer 1 ist down. Und den zweiten trickse ich auch noch aus. Oh, oh. Ja, die Purple Armor hat mir da auf jeden Fall den Arsch gerettet. Okay, zwei sind down. Die Frage ist, wo der dritte ist. Soll ich mich heilen? Finishen ist blöd. Ach Gott, jetzt habe ich den Arxter daneben geworfen. Okay, meine Mates kämpfen oben. Die haben den dritten Mann. Jawohl, und sie haben ihn down gekriegt. Sehr nice. Cool, Freunde. Das ist doch mal ein guter Start. Ja, und was ich gerade sagen wollte, ich habe unglaublich viele Gibraltar-Runden gespielt und ich habe keinen einzigen guten Win hinbekommen. Ich hatte so ein, zwei Larry-Wins irgendwie, die mit zwei Kills und 400 Schaden oder so. Das, keine Ahnung. Da habe ich einfach keinen Bock, ein Video draus zu machen und ich habe auch keinen Bock, eine Compilation zu machen. Deswegen spiele ich weiter und spiele ich weiter und ja, jetzt mit goldener Brawler, keine Ahnung, das wird tatsächlich, ihr kennt ja mein Video mit der 100% Winrate mit goldener Brawler. Ich weiß nicht warum, aber mit der goldenen Brawler bin ich unglaublich gut. Und deswegen sage ich jetzt auch einfach mal, das wird jetzt endlich die Runde für YouTube, die ich hochladen werde. Ja, und ich habe es bestimmt im Intro schon erwähnt. Ab sofort ist die Kanalmitgliedschaft bei mir verfügbar. Das heißt, wenn ihr Kanalmitglied werden wollt, findet ihr jetzt genau unter diesem Video ist ein Button, da steht Mitglied werden. Es gibt drei Modelle. Das günstigste Mitgliedsmodell, also ist quasi das Pendant zu den Subs auf Twitch. Das günstigste, die günstigste Option ist das Level 1 Sub. Das kostet euch 1,99 €. Dann werdet ihr Mitglied im T-Bro Gaming Club. Da kriegt ihr so ein richtig coole T-Bro Gaming Badge neben eurem Namen, wenn ihr Kommentare schreibt. Und ihr habt natürlich im Livestream sehr viele Vorteile, unter anderem mit speziellen Emotes. Und ihr könnt im Members Only Chat schreiben und. Die genauen Vorteile werden euch nochmal aufgelistet. Es gibt auch einen speziellen Rang im Discord für Level 3 Member.
Oh, guck mal, da geht's weiter. Und wenn euch meine Videos gefallen und ihr Bock habt, mich ein bisschen zu supporten, könnt ihr das natürlich auch im Livestream machen. Oh Gott, von hier treffe ich nichts. Ich freue mich auch, wenn ihr einfach die Werbung auf meinem Kanal komplett guckt. Damit unterstützt ihr mich schon. Oder wenn ihr generell meine Videos guckt, das feiere ich natürlich auch. Aber wenn ihr Bock habt im Livestream, könnt ihr natürlich donaten. Wenn ihr im Livestream sagt, gucke ich selten zu oder so. Schließt eine Mitgliedschaft auf meinem Kanal ab, freue ich mich mega. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Guck mal, den einen habe ich sogar... Oh, wollte sich unterstellen. Ich wollte gerade sagen, den einen habe ich sogar getroffen. Wo ist denn der andere? Ich höre ihn. Wo kommen denn die Schritte her? Bin ich blöd? Ist der auf dem Dach? Ich check's nicht. Wo ist der? Hört ihr doch auch die Schritte, oder? Hä? Als ob er unsichtbar wäre. Oh, da ist noch einer. Das ist aber... Ah, da! Den habe ich gesucht. Jawohl, Alter. Hier, meine Brawler, schmeckt dir? Okay, ein dritter ist noch drüben. Oh Gott. Wo kam der denn her? Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Die Schritte kamen auch nicht von oben. Ui, der hat gefressen. Die kamen irgendwie von der Seite, die Schritten. Die Schritten. Oh, der hat eine Ulti. Ich sollte mich lieber unterstellen. Na, nimm den Axt da und noch eine Granate hinterher. Oh, ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn erwischt mit dem Axt. Da guckt euch das an. Der Axt hat gesessen. Aber wo ist sein Ulti ist gar nicht gekommen, oder? Bin ich blöd? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, das ist ein nicer Start. Wir haben schon zwei volle Squads hier ausgelöscht. Und ich hab immer noch keinen Rucksack, oder was? Ja doch, Papierrucksack. Aber keinen guten Rucksack. Ich kann nichts tragen. Dabei brauche ich so viel Heavy-Ammo. Ihr wisst, Freunde, ich sag's in jedem Brawler-Video, aber die schluckt ohne Ende, die Brawler. Ah, da haben wir ein bisschen was. Digital Threat brauche ich ja gar nicht. Ich habe ja schon die goldene Brawler. Stark, stark. Light habe ich genug. Brauche ich jetzt nicht. Erstmal hochheilen. Ja, genau. Und um nochmal abzuschließen, ich mache ja immer gerne ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Kanalmitglied werden wollt, könnt ihr das jetzt tun. Unter dem Video ist der Mitglied werden Button. Ansonsten mittlerweile streame ich sehr regelmäßig auf YouTube. Fast jeden Abend, glaube ich. Also zumindest jeden zweiten Abend bin ich live auf YouTube. Meistens in den Abendstunden, so gegen 20 Uhr, 21 Uhr. Meistens gebe ich es auch im Discord Bescheid oder erstelle frühzeitig den Stream auf YouTube. Dann seht ihr heute Abend um 20 Uhr kommt ein Stream. Würde ich mich sehr freuen, wenn du noch nicht im Livestream dabei warst, schau doch mal vorbei, wir spielen fast ausschließlich Apex Legends, gestern haben wir ein bisschen Fall Guys noch dazu gespielt, ja, genau, so war das, Freunde, und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen, werd Mitglied auf meinem Kanal, freue ich mich sehr, ansonsten, wenn du keinen Bock hast, freue ich mich, wenn du einfach die Videos guckst und wenn hier mal Werbung geschaltet wird, tu mir einen Gefallen und guck dir die Werbung komplett an, dann supportest du mich definitiv auch damit, so, genug Eigenwerbung, Freunde, ich muss aber ja immer die Stellen überbrücken, wo hier halt ne, nicht so viel gebacken ist. Müssen wir mal gucken, wo jetzt die nächsten Gegner kommen. Es sind noch 10 Squads. Wir haben ja auf jeden Fall ganz gut... Oh, Alter, jetzt noch einen goldenen Stabilizer. Das ist ja... Oh Gott, Alter, perfekt. Perfekt alles ausgestattet. Hätte nicht besser kommen können. Vielleicht ein Evo-Schild, was ich jetzt auf Rot gespielt hätte, aber... worauf schießt der denn da? War da Gegner? Nö, ich glaube nicht. Keine Ahnung, warum der jetzt seinen... seine Tactical verschossen hat, egal. Ich bin heiß auf weitere Kills, das war ein guter Start. Ich bin aber trotzdem nicht, ich bin nicht Killleader mit 5 Kills. So früh 5 Kills und kein Killleader. Das heißt, hier muss noch, guck mal, da geht auch jemand ganz gut ab, wenn ich das von den Kills her sehe. Das heißt, ich treffe hier meine Nemesis dieses Game und mal gucken, wer sich hier durchsetzen kann als Killleader. Aber wer so früh schon mehr als 5 Kills hat, der legt dann ordentlich Rasur hin. Was ist denn da los? Hä? Da ist eine Bangalore. Habe ich ja jetzt gar nicht gecheckt. Ach, mein Schild bringt natürlich nichts, wenn die Dinger von der Bangalore schon liegen. Ich bin so blöd, Freunde. Ich guck mal mit meinem Digital Thread durch. Ich sehe aber keinen, Mann. Wo bin ich blöd? Da kommt schon der Ring. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass da Gegner kommen und vor allen Dingen von wo die kommen. Ich begebe mich mal über die Felsen auf die Jagd und versuche mal über die Flanke zu kommen. Ui! Revenant ist down. Wo denn? Da! Da! Kartoffel ist jetzt natürlich ein bisschen dran vorbei. Mit dem goldenen Stabilizer sollten die Schüsse eigentlich besser sitzen. Hallo, hallo! Bleib stehen! Alter, der hält mich zum Narren! Gott, was mache ich denn? Der hält mich zum Narren und klettert da über die Mauer. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, erstmal nachladen hier und nochmal Schild hochziehen. Oh, guck mal, mein Revenant wurde wieder aufgehoben.
Das ist aber ganz gut. Die sind mit meinen Teammates beschäftigt. Dann kann ich da ganz gut von hinten für Furore sorgen. Da geht's weiter. Alter, das sind doch zwei Squads, oder? Das sind zu viele. Das müssen zwei Squads sein. Jawohl, der hat gesessen. Da drüben habe ich nämlich auch jemanden gesehen. Manchmal weiß ich nicht. Oh, da wird gerätzt. Da wird gerätzt. Dich kriege ich. Oh Gott, Kartoffelkönig. Kartoffelkönig ist im Haus. Ah, okay. Nee, das sind definitiv zwei Squads. Definitiv zwei Squads. Aber wo ist der Rest vom Fest? Ich brauche Heavy. Ach Gott, keiner hat Heavy. Dann muss ich jetzt 3-0-1 spielen. Wobei, ich habe doch... Habe ich genockt, glaube ich, oder? Muss doch irgendwo noch ein bisschen Heavy zu holen sein. Wo ist der andere Squad denn? Oh, da wird aufgehoben. Die verstecken sich da, die Schweine. Die verstecken sich da. So nicht, so nicht. So, das waren alle. Goldener Rucksack, Ehre, Ehre, Heavy. Noch ein Purple Shield für meine Mates. Sehr cool. Gut, dass ich die noch gehört habe, weil meine Teammates haben es nicht gehört. Die sind einfach weitergelaufen. Noch mehr Heavy, nice. Stark. Das Mobile nehme ich auch mal mit. Man weiß nie, wann man das gebrauchen kann, weil zum Ende des Games sind einfach oft alle respawn. Alter. Was ist, ist der in den Abgrund gefallen, oder was? Ist der jetzt echt in den Abgrund gefallen? Oh nein! Was ist denn das für ein Haufen hier? Okay, ich will mich nicht beschweren. Es ist meistens so, wenn ich schlechte Teammates kriege, kriege ich auch schlechte Gegner. Aber so ausgeglichene Games hatte ich schon lange nicht mehr. Siehst du, und jetzt macht sich das Respawn-Beacon bezahlt, aber... Alter, wieso kann ich das hier nirgendwo ausstellen? Wegen diesen... komischen Trägern, die da oben drüber gehen. Dann probier es mal auf dem Dach. Schon mal hochklettern. Ja, siehst du, und ich überlege gerade noch, ob ich das mobile Respawn-Beacon mitnehmen soll. Okay, da vorne wäre auch noch eins. Aber es sind nur noch drei Squads und wenn ich da jetzt rüberlaufe, da läuft bestimmt noch ein anderer Squad hin. Hier auf dem Dach ist definitiv bequemer und hier habe ich einen ganz guten Überblick, ob Gegner kommen oder nicht. Und mit Gibraltar natürlich erstklassigen Schutz hier am Beacon. Das, oh Gott, jetzt habe ich mich erschreckt. Ich dachte kurz, da kommt ein Gegner. So, dann können wir unseren Mate wieder zurück ins Rennen holen. Die Ringkante drückt auch hier perfekt hin. Würde mich nicht wundern, wenn hier ein paar Gegner angezogen werden von den ganzen Deathboxen. Da schaue ich mal. Oh, oh, da ist, oh Gott. Ah, oh Gott, jetzt laber ich hier so viel und mach die Kartoffel, Mann. Ist doch zum Kotzen. So, hier, nimm die Brawler. Jetzt bin ich am Labern und rede noch, oh, da könnten Gegner kommen, so wie der Oberlehrer. Und dann kommen Gegner, ich sehe sie nicht und er schießt mich fast tot. Okay, Glück gehabt, dass es nur einer war, sonst hätte ich nämlich hier den, das Game verschenkt, glaube ich gerade. Da kommen noch mehr, ich hau meine Ulti raus. Oh Gott, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Oh, Alter, was war das denn? Ist der gerade von einem Schlag von meiner Ulti kaputt? Was steht da oben? Bleed out? Was heißt das, Bleed out? Ist der gerade von einem Schlag von meiner Ulti kaputt gegangen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Ding auf dem Kopf und direkt umgekippt. So läuft das, Freunde. Okay, zwei Squads nur noch. Ui, da hinten. Da hinten. 301 hat gesessen. Nicht so gut, wie sie sollte. Aber ich mach mal sneaky. Oh, da ist noch jemand auf dem Dach. Boah, Alter. Alter, habt ihr das gesehen? Mit einem Magazin komplett goldene Armor runter und komplett HP mit einem Magazin. Das schafft, glaube ich, tatsächlich nur die Brawler. Wo ist der Rest? Ah, okay, auf die Range ist die Brawler natürlich Mist. Wobei ich halt jetzt durch den Smoke gucken könnte, aber... Oh, das hat gesessen. Ah, ja, okay, aber die ist echt ungenau auf die Distanz. Ich schmeiß lieber noch eine Granate rein. Damit rechnen sie nicht. Jawohl, einer down. Genockt, besser gesagt. Der andere ist auch noch am Start. Dich kriege ich. Der hat mir den Kill geklaut. Der hat mir den Kill geklaut. Gibt's... Ah, das war der Champion. Alter, wie viele Kills hat der gehabt? Ich bin immer noch nicht Killleader. Ich habe 11 Kills und bin immer noch nicht der Killleader. Okay, da kommt der Killleader. Nimm meine Devotion. Ja, Alter, nice. Starker Win, Alter. Bis zum Ende durchgekämpft. Oh, der Killleader hat, der muss über 11 Kills gehabt haben. 12 Kills locker. Jetzt sind es meine Kills. Ich bin der Killleader. Was geht ab? Haha.
Ja, meine Freunde, das war mein Gibraltar-Video. Es hat mich so viele Anläufe gekostet. Das hatte ich noch nie bei irgendeinem Champion, bei irgendeiner Legende. Aber hey, 2746 Damage, 12 Kills. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Was meinst du? Hat dir das Video gefallen? Dann zeig mir das sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Und tu mir einen Gefallen, schreib mir mal bitte einen Kommentar, wie dir das Video gefallen hat, was du generell von Gibraltar hältst. Ich finde nämlich, das ist ein absolut unterschätzter Champion oder Legende, wie auch immer. Ich sage immer Champion. Und eigentlich spiele ich Gibraltar sehr gerne, aber das ist so eine Hassliebe. Da muss man auf jeden Fall Bock drauf haben, aber die Spielmechanik finde ich schon sehr nice. So, und bevor wir das Video beenden, wenn du neu bist auf dem Kanal, lass mir doch sehr gerne ein kostenloses Abo da, dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn neuer Content von mir kommt. Und wenn du Bock hast, schau sehr gerne mal im Livestream vorbei. Ich streame fast jeden Abend hier auf YouTube, meistens so um die Abendstunden rum. Freue ich mich, wenn du vorbeischaust. So, Freunde, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Reingehauen und ciao, ciao.